Die Sonne lacht, der Trainer und seine Spieler bestens gelaunt. Dritter Tag in Ascona, gleich mit einer guten Nachricht für den Bundestrainer. Sami Khedira und Mario Götze stehen auf dem Platz, trainieren mit der Mannschaft. Beide sind für das am Nachmittag angesetzte Testspiel gegen die U20 einsatzbereit. Sami wird heute Nachmittag spielen können. Nicht voll, aber wir werden ihn sicherlich wir spielen 4x20 Minuten, also wird einen Teil des Spieles absolvieren können. Mario Götze haben wir vorgesehen, wird zurückkehren, wird auch eine Halbzeit absolvieren oder 2x20 Minuten. Also von daher klärt sich da so langsam dieses Bild auch. Dennoch, die Verletzungssorgen im DFB-Team bleiben. Nur 20 der 27 Profis konnten mittrainieren. Marco Reus schaut auch gut aus, hat heute auch eine Einheit absolviert. Bei Mats müssen wir von Tag zu Tag schauen, ist noch nicht belastbar, wird aber behandelt und wird besser. Aber da wäre es jetzt einfach zu früh, um eine Prognose abzugeben. Bei Marco würde ich sagen, ist es absehbar, dass er wieder einsteigt. Wer für das Spiel am Sonntag in Augsburg gegen die Slowakei einsatzbereit ist, steht noch nicht fest. Das werde sich, so Schneider, wohl erst in den nächsten beiden Tagen entscheiden. Dann werden wir morgen sicherlich wieder in Gruppen trainieren, also eine Gruppe, die etwas intensiver trainieren wird, die jetzt heute nicht so viel spielen. Und dann haben wir ja am Samstagmorgen schon das Abschlusstraining. Ja, da wird es nochmal so ein bisschen taktische Aspekte geben Richtung Gegner, Richtung Slowakei, und dann fliegen wir ja auch schon los. Ja.